Also es freut mich mal, hierher zu kommen und mal zeigen, was man im Alter kann. Was ich gut kann, ist auf jeden Fall am Stoppschild anhalten und auch die Geschwindigkeit einhalten. Weiterfahren, weiterfahren, bremsen! Ich habe das Ding mitgenommen. Also es gibt tatsächlich zwei Risikogruppen. Und zum einen sind die Fahranfänger und die zweite Risikogruppe, das sind wirklich die älteren Leute im hohen Alter, die eben auch häufiger Unfälle bauen. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Also die Erfahrung hat sie, die Technik, die habe ich halt eher. Und jetzt fertig. Okay, da kannst du losgehen, bitte. Ja, wir müssen was reden. Ah ja, du musst ein bisschen was reden, du bist so still. Du musst immer ein bisschen von ohne da sein. Komm mal. Du musst noch was reden, du bist so still. Oma, wir fahren ja bald in Urlaub. Gerne. Ja, das nächste Jahr fahren wir mit dem Schiff. Ja. Ja, also es freut mich mal, hierher zu kommen und mal zeigen, was man im Alter kann. Und ja, ich fahre ja gern Auto. Warum haben Sie damals? Ich habe meinen Führerschein damals gemacht, weil wir hatten das neue Auto in der Garage stehen. Mein Mann hat einen Herzinfarkt. Und wo ich wohne, oben raus, wir mussten laufen, musste ich an die Bahn nach Höchst, Stunde. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt machst du den Führerschein. Und ich habe ihn auch innerhalb von 4 Wochen gehabt. Kann ich vorstellen? Nein, mein Auto, das ist mir alles, muss ich sagen. Ich liebe mein Auto und ich liebe auch die Fahrerei. Ne? Und ja. Ich fahre gern Auto. Morgens rein und abends könnte ich raus. Er fährt ja schön, er fährt gut und vorsichtig. Aber das, was wir jetzt hier machen mit den Balken und so, vielleicht macht er das besser. Okay. Das weiß ich nicht. Wunderbar, vielen Dank im Kurs. Also ich wollte auch noch mal gucken, ob ich das noch alles so hinbekomme, ob es in Ordnung ist, wie ich fahre. Nur ein Feedback einfach mal, dass ich noch ein Feedback bekomme von den Prüfern, die hier sind. Was ich gut kann, ist auf jeden Fall am Stoppschild anhalten. Ja, und auch die Geschwindigkeit einhalten. Doch, das kann ich auf jeden Fall. Ich fahre jeden Tag Auto und sehr gerne. Ich bin auch schon jetzt weite Strecken gefahren. Ich war schon in Zürich mit meinem Auto im Februar. Und es macht einfach Spaß, auf jeden Fall. Auf der Autobahn mehr als in kleinen Städten, weil bei der Oma ist es bestimmt so, die kann nicht so gut nach hinten schauen, weil die älteren Menschen nicht so nach hinten gucken können. Das 30 gefahren ist, bereits steht. Mhm. Mal gefahrene Geschwindigkeit durch 10, richtig? Na, und das wäre dann bei 100 zum Beispiel, 100 durch 10 mal 100 durch 10 ist 10 mal 10 sind 100. Das ist dann der Bremsweg. Großer Unterschied. Na, und das sollte man sich halt immer wieder vor Augen führen. Das ist halt ein super Argument für Leute, die sagen, langsam fahren in Risikobereichen. Das heißt bei Kindergärten, bei Schulen, bei Seniorenheimen. Da habe ich aber schon Leute gehabt, gerade Fahranfänger, und die haben dann zu mir gesagt, Moment, mein GTI hat 220 PS, das packe ich. Ja? Das Problem ist, der packt es auch vielleicht vor der Kurve. Aber was ist denn gegen? Überhole fährt und der Gegenverkehr kommt auch. Dieses vorausschauende Fahren, das haben halt diese jungen. Oh Gott, da wollte ich aber auch nicht der da sein. Oh je, da ist aber irgendwie. Ich hätte da Angst. Aha. Sehen und gesehen werden. Bin ich gerade aus München angerufen worden. Wir wollen wieder einen Film drehen wahrscheinlich demnächst. Mit sehen und gesehen werden. Die junge Dame mit dem Weißen, die kann man erkennen. Auf jeden Fall meine Geschwindigkeit anpassen. Ich weiß, da kann mich irgendwas überraschen. Na, und da bin ich dann vorbereitet. Aber wenn da jemand schwarz gekleidet ist und gerade oftmals ältere Leute sagen, Lösung, man muss ja sich nicht mehr alles zutrauen. Sie haben auch was ganz Tolles gesagt vorhin. Ich muss ja keine 300 Kilometer fahren. Ich fahre hier in meinem Bereich, wo ich dann nicht mehr Auto fahre. Und die haben gesagt, das ist okay. Und ob das jetzt um 8 oder 19 Uhr ist oder um 15 Uhr, Hauptsache wir fahren den Helden nach Hause. Ja. Aber ein Bierchen haben sie getrunken. Also das 0,5 Promille haben wir ja. Ja. Dürfen sie ja theoretisch auch. Nur wenn ein Unfall passiert, muss einem auch klar sein. Ja, 15. Ja, gut, ne? Jetzt hast du hier, glaube ich, sind es nur 8 oder sowas. Da geht es schon wieder los und die macht es ja trotzdem. Ne?
Also es gibt tatsächlich zwei Risikogruppen. Und zum einen sind die Fahranfänger, das ist also den meisten Leuten auch bekannt. Das ist die Gruppe von 18 bis 24, sagt man, weil die ersten Jahre die gefährlichen sind. Und die zweite Risikogruppe, da streitet man sich ein bisschen. Einige sagen 65 plus, die meisten sagen aber 75 plus. Das heißt, das sind wirklich die älteren Leute im hohen Alter, die eben auch häufiger Unfälle bauen. Ja, bei den Fahranfängern ganz klar die mangelnde Erfahrung. Woher sollen sie es auch haben? Und natürlich das Risiko, mangelnde Risikobewusstsein, weil die fahren halt gerne ja, mal drauf los und dann haben sie ein nettes Mädchen neben dran sitzen und dann geht es richtig rund. Und vor allem, die schätzen Situationen auch falsch ein. Irgendwann lässt das Sehen nach, das Hören lässt nach, bei dem einen früher, beim anderen später. Die körperliche Beweglichkeit lässt nach, das heißt das Kopfdrehen zum Beispiel, die Beweglichkeit im Auto an sich lässt auch nach. Ich glaube, da könnten beide voneinander profitieren. Das heißt, wenn ältere Leute bei Jüngeren mitfahren und andersrum, erstmal würden sie die Sichtweise der anderen besser verstehen. Und vor allem würden da, gerade die Jüngeren natürlich diese Gelassenheit und die Ausstrahlung der Leute, der älteren Leute mit Sicherheit als positives Erlebnis mitnehmen. Und die Älteren würden vielleicht verstehen, warum junge Leute so sind und dass sie früher ja vielleicht auch mal so waren. Ja, die einzelnen Gruppen werden ihre Probleme haben. Bei der Gefahrübung, also bei dieser Bremsübung, werden einfach die Älteren das Problem haben, dass sie das noch nie gemacht haben. Ja, man kommt in seinem Fahralltag nicht wirklich in die Situation, vielleicht regelmäßig zu bremsen. Die Jüngeren haben das gelernt, die haben das in der Fahrausbildung geübt, die mussten es in der Prüfung absolvieren. Das werden sie wahrscheinlich viel besser hinkriegen. Den Abstand einzuschätzen, das werden wahrscheinlich die Älteren ein bisschen besser hinkriegen, weil sie die Erfahrung einfach haben. Da ist der jüngere Fahrschüler einfach noch dabei, sich selbst zu finden. Ja. Steigen Sie ein, bitte. Danke. So muss ich mich früher machen. Oh ja, stimmt. Konnte ich noch mal vorfahren und zurück? Ah. Ich bin nicht richtig in der Wiese. Ja, das Kind. Und jetzt? Werde ich? Oh, die wollen noch ein bisschen. Richtig in der Wiese. Okay, der Baum dahinten ist der Baumstamm, vielleicht schon. Und jetzt? Bitte. Und da die wollen noch ein bisschen sehen. Ja. Man ist auch so. Und das Rückwärtsfahren ist auch gegangen. Also, wir haben es ja jetzt gut hingebracht. Aber es ist ja. Ich fahre wenig rückwärts. Und wenn ich noch zweimal rundherum fahre, bis ich was habe. Wenn das zu eng ist, dann tue ich gar nicht, wie gesagt, dann tue ich gar nicht probieren. So, da, oh je. Das ist schlecht, fahren wir noch weiter zurück. Noch weiter? Wir bleiben die. Grüß dich, Tamar. Ja, das ist so, wenn die Fahrlehrer nehmen müssen. Gerade sein, auf dem Platz.
Okay. Ja, gut auf. Das ist doch Schäb. Wo ist denn Schäb? Mal die Tür offen, schau aus. Oh, gerade.